Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im Train Summer 2. Wir fahren heute auf der Linie RB 31 den Talent 2 von Großenhain nach Coswig und starten. So, Fahrtrichtungsfenster, Vorwärtsstellung, Türen links auf. Dann stehen wir mal kurz auf. Na, Tür will ich zulassen. Nein, Tür will ich zulassen. Sonnenblende will ich runter. So, PZB Störschalter ein. Moment. Dann ist die PZB jetzt aus, nachher. Oder? PZB Überbrückung, PZB Störschalter. Klimaanlage, Trafo. PZB Störschalter auf. Ja, der müsste ja eigentlich auf Aus sein, nach meiner Logik zumindest. So, gucken wir mal, was wir noch machen können. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung, das ist schon mal gut. Achso, Generalschlüssel und auf An. Scheibenwischer. Wo sind die Scheibenwischer? Achso, Stromabnehmer ist oben, sehr gut. Hauptschalter ist. Na Moment. Also hier steht doch, dass wir keinen Strom haben, oder? Ne, doch, da 15 kV. Ja doch. Machen wir mal die Türen zu. Zuglichter an. Führerstandsbeleuchtung lassen wir aus. Sandstreuer brauchen wir nicht. Spitzensignale. Ja, machen wir uns mal Fernlicht an, weil warum nicht? Tempomat lassen wir mal aus. Gut, dann habe ich jetzt die Scheibenwischer mit Tastenkombination. Okay, die PZB ist aus. Ist die SIFA an? Moment, ich lasse mal die SIFA kommen. An. Okay. Das war jetzt natürlich nicht so gekonnt, aber whatever. So, dann machen wir uns jetzt hier noch die Displays auf Dunkel. Das ist schon viel angenehmer. Gehen mal ins FIS rein. Ziel Radebeul, Naundorf. Okay, weiß ich jetzt nicht. Wir fahren auf jeden Fall nur bis Coswig. Achso, wir dürfen uns befreien. Warum blinkt die 85 noch auf? So, jetzt nicht mehr. Dann dürfen wir jetzt 100 km/h fahren. Also einmal Gas geben. Egal, lassen wir es, wie es ist. Instrumentenbeleuchtungsdimmer, Führerstandsbeleuchtungsdimmer. Schaffnersignal. Was macht das Schaffnersignal? So, dann haben wir es ja mal geschafft und können jetzt mal die Fahrt genießen. Die nicht allzu lange dauern sollte, um die 20 Minuten Pi mal Daumen. Ah, 37 FPS ist okay.
Nicht das Grüne vom Ei, aber ja, so sagt man das. Was haben wir da? Ankündigung auf 60. Also drücken wir auf PZB wachsam und gehen runter. Auf 85 sind unterschritten. Und wir haben halt zu erwarten, müssen aber auch in 700 Metern anhalten. Das halt zeigende Signal ist sowieso gerade umgesprungen auf grün, sehr gut, steht aber auch eh hinterm Bahnhof von Priestewitz. Einmal über die Weiche drüber. Und nochmal. Kündigen wir uns mal an. Und bremsen. Schöner Verbremser. Ja, passt. So viel zu spät? Ja, minimal. Hier muss PZB wachsam gedrückt werden. Türen zu. Ah, doch nicht. Kein Magnet. Wir können uns befreien. Ich sagte, wir können uns befreien. Okay, dann können wir uns doch nicht befreien. Dann habe ich Quatsch erzählt. Soll ja mal passieren. So. Ab hier gelten dann 60. Na, die können wir jetzt eh schon ausfahren. Ja, schön die Flankenschutzweiche. Ich hoffe, ich habe sie richtig benannt. Okay, dann können wir auf Streckengeschwindigkeit gehen. Was nämlich 120 wäre.
Und in 7 Kilometern halten wir dann in Niederau. Wir sind zu schnell. Was ist das? Aha, Bücher. Aber wollte mir die SIFA schon eine Zwangsbremsung reinhauen? Ich glaube, das ist erst das zweite Mal, ne, dass wir im Talent 2 zusammen unterwegs sind. Oder vielleicht sogar das erste Mal. Ist halt nicht unbedingt mein Lieblingszug, muss ich sagen. Wobei der sich eigentlich ganz angenehm fahren lässt, aber man hat halt so viel Talent 2 im TSW überall. Schon praktisch seit Beginn, der erste deutsche Zug war in Talent 2. Auf Köln-Aachen wurde noch mal einer mitgeliefert. Auf Dresden-Riesa wird einer mitgeliefert. Also man wird da mit Talent 2 Zügen praktisch inflationär überschüttet. Von daher hat sich zumindest bei mir so ein bisschen so eine, ja, keine Abneigung zum Talent 2 entwickelt, aber auch sicherlich keine Zuneigung. Auch wenn das ein schöner Zug ist, vielleicht habe ich ihn zu Unrechten nicht gewürdigt. Eigentlich fährt er sich nämlich ganz angenehm. Und einen guten Sound hat er ja auch. Das muss man echt sagen. Also im Vergleich zu Rapid Transit damals, das ist schon ein massiver Unterschied ins Positive. So, 2,5 Kilometer noch. Dann gehen wir schon mal langsam ins Bremsen rein. Denn ich verbremse mich gerne mit diesem Zug. Nächster Halt Niederau, Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts. Vermute ich jetzt mal. Und wir haben halt zu erwarten. So, PZB Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Zumindest die 1000 Hertz Prüfgeschwindigkeit. 500er wird dann auch gleich noch kommen.
Ja, das ist ein guter Halt, oder? Türen links auf. Was mir hier echt schön gerade auffällt, ist, dass dieser Bahnsteig hier nass ist. Ja, und dann die schönen nassen Spiegelungen, das sieht sehr, sehr gut aus. Und auch, dass wir hier so einzelne Stellen haben, wo ein bisschen mehr Schnee liegen geblieben ist. Hier so mehr so Richtung Streckenrand. Hier halt auch so, wo vielleicht weniger Menschen langtrampeln. Das ist schon echt cool gemacht. Die Leute haben auch Winterjacken an. So, Türen zu. Also insgesamt sehr schön gemacht, definitiv. So, können wir schon fahren? Signal ist grün, sehr gut. Türen sind zu. Und ab geht die nicht allzu wilde Fahrt hoffentlich. Sehr schön, hier haben wir Wagen von der Bauart SGGRMSS, glaube ich. SGGMRSS, habe ich doch gesagt. Worauf die hier wohl warten? Ob die irgendwie im Fahrplan eingesetzt sind? So, auf die 120 hoch, wobei in 2 Kilometern haben wir schon wieder Halt zu erwarten. Wir müssen aber auch eh in Weinböhler halten, in 1,2 Kilometern. Na, ob die Solarzellen so viel bringen bei dem Wetter? Ja, wobei die Sonne scheint, wenn auch aus dieser Richtung. Ja, das könnte schon noch was bringen. Aber schön, dass sowas mit hier drin ist, definitiv. Ist ja auch eine coole Sache, habe ich neulich erst erfahren. Solarzellen werden ja sehr, sehr stark subventioniert von der Bundesregierung. Beziehungsweise von den Ländern. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer da dafür beauftragt ist. So, und da. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das vonstatten geht, aber. Solarzellen lohnen sich halt in extremster Form, weil man im Grunde genommen, je mehr Strom man verbraucht, umso mehr Geld kriegt man dafür. Aufgrund der staatlichen Subventionen dafür, aufgrund der Förderungen. Was eine echt coole Sache ist, wenn man sich damit näher beschäftigt. Ich kann es leider nicht im Detail erklären, weil ich mich nicht damit so sehr auskenne. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache meiner Meinung nach, dass man da wirklich so... Man verbraucht Strom, grünen Strom und kriegt dafür noch Geld zurück. Und das bis 2000, weiß ich nicht, 2030 oder so, es gehen noch die Förderungen dafür. Oder bis 2028, bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, keine schlechte Idee. So, Türen zu. Oh, da ist aber gerade noch jemand in den Zug reinge. Eieiei. Signal ist grün. Das war jetzt nicht so cool. Warum können wir uns nicht befreien? Müsste ich mich nicht befreien können? Dann nicht. Dann halt nicht PZB. Du denkst wohl, du bist schlauer als ich. Tja, bist du vermutlich, aber.
Okay, jetzt ist, ja, wobei die 85, ich verstehe nicht, warum die 85 jetzt noch aufblinkt. Das muss ein Fehler sein. Das kann nicht richtig sein, oder? Nee, ne. Ich fahre jetzt nicht schneller als 8, ja doch, jetzt schon. So, dann auf die 120, dann sind wir schon in Coswig. Also da sind wir auch schön in Coswig. Ich bitte das zu entschuldigen, dass das gerade nicht passiert. Meinen schlechten Sachsener Dialekt. So, da haben wir halt zu erwarten. Ich finde Sächsisch sowieso jetzt nicht irgendwie, ist nicht der schönste Dialekt, den es gibt, meiner Meinung nach. Ich möchte damit natürlich niemanden verärgern, der vielleicht Sächsisch spricht. Ich habe so ein bisschen Ruhrpöttisch drin und ich finde es auch grauenvoll, also von daher. Also so ein bisschen hamburgerisch finde ich cool. Die haben nämlich immer so einen coolen Tonfall. Deren Sätze, die enden immer so auf so einem hohen Laut. Okay, auch mein Hamburgerisch ist sehr, sehr schlecht vermutlich, aber ja. Whatever. So, das ist sehr viel Orange. Orange. Fahren wir eigentlich noch weiter als Coswig? Ne, wir enden hier. Achso, hier geht es auch gar nicht weiter. Habe ich natürlich Quatsch erzählt. Wir müssen mal wieder nach Meißen fahren. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Haben wir, glaube ich, bisher nur einmal gemacht. Und wir halten an. Blick aus dem Fenster. Und Türen. Uff. Sehr schön. Gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Was wir hier so stehen haben. Hier vorne haben wir ein paar. Wie heißen die denn noch gleich? Habins? Von DB Railion. Okay, was passiert hier mit euch? Die werden gerade in eine andere Dimension gebeamt. Hallo? Das war witzig. Ich habe mal irgendwann die technische Begründung gelesen, warum da teilweise dieser Effekt hier passiert mit einigen Wagen. Das hat irgendwas mit der Bewegungsunschärfe zu tun. Ich probiere mal gerade eben was aus, wenn ich jetzt in den Einstellungen gehe und die Bewegungsunschärfe ausschalte. Ist das Bildschirm? Ne, erweiterte Einstellung. Ich weiß, da gibt es auch irgendwo einen Shortcut für, aber Bewegungsunschärfe.
aus und jetzt auf Anlegen. Da, ne? Dann ist das weg. Also das hat irgendwas mit der Bewegungsunschärfe zu tun, dass da irgendwie die Wagen irgendwie falsch berechnet werden, dass das Spiel denkt, dass wieder, also nicht, dass diese Wagen stehen fahren würden, aber das tun sie ja gar nicht. Daher kommt manchmal dieser komische Effekt zustande. Also falls ihr das auch mal gesehen habt und euch das extrem stört, einfach die Bewegungsunschärfe ausstellen. Ich persönlich fahre lieber mit Bewegungsunschärfe, weil das einfach ein bisschen schöner ist, so vom Gefühl her. Auf jeden Fall hier Radian Rail Cargo Austria, was übrigens eine Mod ist, ein Repaint. Haben wir noch mehr rumstehen? Noch mehr Rail Cargo Austria. Habe ich gerade Australia gesagt? Falls ja, bitte ich das zu entschuldigen. Das ist natürlich nicht gemeint. Was piept hier vor sich rum? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. So, dann danke ich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.